Hallo. Hallo, grüß Ja, also gut, ihr seid wahrscheinlich aufmerksam und wisst, dass die Tina gerade drei Personen vorgestellt hat. Jetzt sind wir aber nur zu zweit. Der Philipp Hanser ist Tot. Er ist müde. Nein, tot, müde. Nein, er ist in. Wo ist er? Nein, er ist auf Er Urlaub. ist auf Urlaub. Und der Paul und ich, wir haben uns dann gedacht, na super, ich meine, erstens, wer bucht Urlaub, wenn Ö3 Podcast Festival ist? Niemand. Aber gut, wir haben uns überlegt, machen wir eine Live-Schalte zur Penisblume in Wien, die ja gerade blüht. Ich meine, war ja recht beliebt, ne? Also, was ist jetzt spannender? Penisblume oder Portugal, wo der Philipp gerade ist? Was für eine Blume? Ich glaube, er ist der einzige Mensch, der es nicht mitbekommen hat. Na, das ist so eine riesige Hat es jeder Titanwurzel. mitbekommen? Nein, das, Doch, ja, doch. ja, schau. Das ist sogar ein Foto. Also, das war Bitte, die Sie haben eine Woche. Stunde lang mit der Penisblume verbracht. Okay. Hat sie vorher Viagra bekommen, die Penisblume, oder? Weil sonst ist sehr stark für eine Blume. Nein, nein. Nein, egal. Hat sich Ja, genau. anstellen müssen. Das Okay. möchte ich ihr auch gleich erzählen. Man musste sich Also anstellen quasi ein Make extra. steif, wo man dann durchgeliefert. Okay, nein, gut. Also, so, Entschuldigung, ich habe das Also, es wirklich ist eine gigantische Titanwurzel, die steht im Botanischen Garten in Wien und die blüht nur Titanwurzel. alle heiligen Zeiten und sie stinkt. Und wir haben uns aber dann statt Das Penis möchte ich für ein. Das. Portugal Oh. entschieden. Er ist schon Jesus da. Hallo Christ. Philipp! Hey. Hallo, grüß euch. Um Gottes Willen, 60 Sekunden. Der Pauli hat schon zwei Stutzen parat, glaube ich, zwei Überhaupt nicht. Weißweinsäder. Und Es die sind Gabi Mischungen. redet von irgendeinem stinkenden Peniswurzen. Na, servus. Ja. Philipp, du kennst mich. Es ist meine dritte Mischung. Ich habe jetzt noch ein Leistungsfenster von circa fünf weiteren Mischungen. Das heißt, das müssen wir eiskalt ausnutzen. Aber dass die Gabi die erste ist, die über Penisse redet, das ist wirklich Ja, einmal das ist ein Game beeindruckend, Changer ehrlich jetzt, gesagt. ich weiß, ich weiß. Ja. Aber das ist ja auch einer meiner Das ist nicht Havidäre-Momente. schlecht. Ich habe die Woche ein neues Wort gelernt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr es eh alle auch. Penis. Nein, das Man Wort merkt, nicht. erklär mir die Welt, ist es nicht. Na, ein Arbeitskollege von mir war bei dieser Penisblume. Wirklich, der hat sich angestellt. Es war, du musst dir das vorstellen, kilometerlang musste man sich anstellen, dann wirst du durchgeschoben, schau, sie weiß es, dann kannst du ein Foto machen und dann gehst du wieder. Und ich habe gesagt, was waren da so viele Leute in der Schlange? Habe ich ihn gefragt. Wer sind die Peoples? Kurze Frage. Ja. Kurze Frage. Peoples ist erstens mal Völker, das ist mir Danke. stimmt nicht. Egal, jedenfalls. Das Ganz sagt kurz, man jetzt sagt man so, so. Alles klar, gut. neudeutsch. Frage. Ihr Ja. zwei als Journalisten. Ist immer witzig, wenn man das sagen muss. Aber jetzt ganz ehrlich, Ja. könnte man sagen, journalistisch betroffen, ja, füllt die Penisblume gerade das Sommerloch? Ja. Okay, passt Also würde gut. ich Danke. sagen, oder? Ich meine, das Alles gut, war, nein, wollte ich nur ich wissen. glaube, in Okay. jedem Feed ist es aufgetaucht. Aber ich habe es auch nicht mitbekommen, Gabriele, ehrlicherweise. Was? Muss man da helfen? Na gut, du bist in Nein, Portugal. ich bin Okay. hier. Ja, genau, da gibt es was nicht. Weiter. Ein Arbeitskollege Ein hat sich. Arbeitskollege war dort. Ich habe gefragt, wer steht da so in der Schlange? Und er hat gesagt, na, eigentlich durchwegs gemischt, also einige Pensionistinnen und Pensionisten oder auch Studentinnen. Und er hat gesagt, ganz viele Plant Gays. Bitte was? Genau, und ich habe auch gesagt, was sind jetzt Plant Gays? Plant Gaze? Plant Gays. Plant Plant Gaze. Gays. Also Also es gibt Pflanzen. Das ist wieder Plural, der den Paul ärgern wird, aber gut. Ja. Na, das sind, ich habe es dann nachgelesen, auch im Wörterbuch gibt es sogar das Wort. Dort steht, Schwule und Lesben, die Pflanzen gerne mögen. Dendrophilie ist es. Nein, 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 nicht Doch. amorös. Ach so, Die halt einfach okay. Dann gerne kenne ich Pflanzen nichts daheim haben. Die halt einfach gerne Pflanzen daheim haben. Und es gibt auch eine Insta-Seite. Ich habe mich dann voll reingelesen. Es gibt 1 Million Follower auf dieser offiziellen Plant-Gay-Seite. Ich fand das spannend, habe ich nicht gewusst. Aber ich denke mir dann, warum gibt es überhaupt ein eigenes Wort dafür? Es ist doch jeder irgendwie Plant Gay, oder? Findest du nicht? Naja, wer mag keine Es ist quasi Pflanzen? ein Euphemismus, kann man sagen, was Das ist ein sehr lieblich Euphemismus, ja. ausgedrückt ist, aber na. Aber was hat es jetzt nochmal mit diesem Penis auf sich, glaube ich, mit dem du gerade das Ganze begonnen hast jetzt? Ja, der Jetzt nicht Philipp als verstanden, was Außenstehender macht würde es man natürlich dort? wissen. Was hat es mit einem Penis auf sich? Das ist. Ja, genau. Ja, das ist halt einfach die Ja. Pflanze. Keine Ahnung, ich war nicht dort. Deswegen habe ich versucht, Journalistin, wie ich bin, herauszufinden, was war das Spannende an diesem Ding. Ja. Und? Sie stinkt. Aha. Sie stinkt. Und er hat auch gesagt, es war wirklich zart, weil du wirst 2 Sekunden lang durchgeschoben und dann sagen sie, ja, kommen Sie doch ein andermal
Wir haben ganz viele andere schöne Pflanzen. Also man wird von einer Titanwurzel 2 Sekunden lang durchgeschoben und dann ist man draußen. Stimmt das so? Nein. So ungefähr. Und wenn man, ich meine, ich wie ist in Lissabon? Hey! Du traumhaft, ehrlicherweise. Ich zeige euch kurz, wo ich bin. Ich, damit ihr auch ein bisschen... Wow! Ja, die Aussicht. Schöner Parkplatz. Super. Ja. Das ist ein Traum, oder? Der hier Golfplatz, da haben sie mich falsch verstanden, ehrlicherweise. Das ist übrigens eine Peniswurzel, habe ich das Gefühl gerade, ehrlicherweise. Schaut ein bisschen so aus. Ich glaube, in Italien nennt man sowas Fronte di Mare, gell? Zuerst der Parkplatz, dann lang nichts. Aber schön, schön. Ja, ja, es ist ganz nett. Wir sind hier ehrlicherweise das erste Mal, Achtung, in Qashqais, eine halbe Stunde westlich von... Das ist da, wo der Nissan baut wird. Oder links, wie die Geografie. Nissan Qashqais ist das dann. Ja. Ja. Sehr. Mhm. Aufmerksam. Ja. Und eine halbe Stunde westlich von Lisboa. Und da fahren wir heute Nachmittag hin. Okay. Und wie ist der, Atlantik? Ist super warm, gell? Was man so hört immer. Cool zum Baden mit Neopren. Du, ich war drin und habe mir tatsächlich gleich mal... Du warst da nicht drin, hör auf jetzt. Fette Verkühlung geholt. Ich schwöre. Du warst im Atlantik. Ich war im Atlantik. Hör auf. Ja. Ja, mit einem Boot vielleicht. Nicht, ja. Nein, komm, wirklich? So, pass auf. Warte. Sag doch mal, so. Nasse Badehose jetzt. Hey, der totale Beweis. Jetzt kommt jetzt kommt er mit seinem Camp David. Das ist einmal hier. Ja, sicher. Ja, schön. Bitte? Ja, passt zum Podcast-Fest. Ja, der Pauli glaubt mir nicht, dass ich im Atlantik war. Hallo Bianca. Für 2 Sekunden. Ja, hallo Bianca, sagst du dann. Nein, nicht in dir, im Atlantik. Sehr schön. Falsch. Nein. Also, ja. Okay, danke. Das war schon wieder Bestätigung. Okay. Sehr schön. Geil, 5 Euro später für die Aussage. Ja. Nein, aber es ist schön, Philipp, okay. Du genießt das, ja. Oder? Es ist schön. Ja, es ist wundervoll. Es ist total schön. Ich war, und das ist jetzt mein habitärer Moment, im Atlantik. Limitierend auch, davor in Berlin... Und dort auf einer relativ wilden Sexparty. Geh bitte, das ist schon wieder so eine Geschichte. Hör auf. Ja. Wirklich? Soll ich die Bianca holen? Nein. Wir haben noch gar nicht telefoniert, seit du im Urlaub bist. Ich weiß noch gar nicht. Weil das Handy noch in ihm ist, seit der Sexparty. Das ist ja ganz arg. Das ist eklig. Nein, ich war im KitKat-Club. KitKat oder KitKat-Club. Kennt ihr den? Was sagt, das ist so ein... Kennt das irgendjemand? Okay. Also ich würde auch Nein sagen, wenn ihr ihn kennt. Eine Dame kennt ihn offensichtlich und übergibt sich gerade. Also offensichtlich. Aha. Ja, das ist so ein Sex-Positive-Club. Wir haben in der letzten Folge auch drüber geredet. Ja. Im Podcast. Und dort gehen Menschen hin. Du gibst auch dann dein Handy ab dort. Das ist wirklich recht, wahrscheinlich würde man sagen, elitär. An dem Abend habe ich es zwar nicht so empfunden, aber es ist doch ein sehr gehobener Sex-Positive-Club. Und ja, wir wollten uns das einmal anschauen. Das ist jetzt tendenziell nichts für mich und Pauli, muss ich auch gleich enttäuschen, ich bin dort selber nicht tätig geworden. Ich habe mir das einmal nur als Touring angeschaut. Okay. Auch kann man das eher nichts für mich. Als Zuhörerin? Aber, habt ihr das du bist eingegangen, also ich schaue nur. so ein bisschen. Okay. Und du gehst halt dort rein, musst auch dann dein Handy abgeben und denkst am Anfang, ja, ist irgendwie nett, ist im Großen und Ganzen... halt ungewohnt, es ist nicht so wie das Univiertel in Graz oder Vogel in Wien, weil Raum 2, 45, 50-jährige Männer an der Leine gehalten werden von 3 deutlich jüngeren Frauen, die Doms sind, Dominas, ja, Doms, das sind dann die Supes. Ich tue jetzt so, als ob mir das gerade erst einfällt, aber ich habe es dort gelernt. Und die haben am Boden hinter ihnen kriechen müssen, hinter diesen 3 Frauen, und haben auf Kommando ihre Zehen ablecken müssen. Geh, das war Minute 5. Wollt ihr das hören? Ich verspreche es. Das war Minute 5 in diesem KitKat. Ich habe mir gedacht, okay, ist nicht mehr Universum. Also man kann sagen, der Bianca hat es taugt und du hast eher was Zaungast, kann man sagen. Oder? Ja, mir haben die Knie weh dann nachher. Okay. Und ja, und dann versucht man sich halt fallen zu lassen, weil man sich halt denkt, okay, jeden Tag was Neues lernen. Und das war halt mein Erlebnis dort, ehrlicherweise. Aber wie lange warst du dann dort? Vielleicht hätte noch geholfen.
Ihr seid dann einfach durch jeden Raum durchgegangen, habt überall geschaut. Und ja, das ist riesig. Okay. Ja, das ist riesig. Durch jeden Raum. Drei Stunden waren wir schon dort, ehrlicherweise. Ja, es war sehr befremdlich oder befremdend, je nachdem. Und ich muss zugeben, die Information hätte geholfen, dass es das Motto war Hardcore-Fetisch-Night. Das hätte geholfen, vielleicht vorab. Es hätte nämlich auch eine Tango-Night gegeben, wo alles ein bisschen nicht ganz so freizügig ist. Bei Hardcore-Fetisch-Night hätte man wissen können. Okay. Also du würdest sagen, fürs erste Date ist nichts. Nein, fürs erste Date ist nichts. Ja, oder es passt für immer. Oder es passt für immer. Es kann aber. Ja, ja genau. Hey, du weißt halt dann genau, woran du bist. Ja, das okay. War nett. Können wir nochmal fragen, wer von euch, du warst schon einmal. Ah, okay. Sie hat schlimme Dinge gehört. Sonst niemand im KitKat Club? Einer. Okay, wahrscheinlich jetzt ist es blöd, gell? Okay, wenn einer auf der... Ja, verstehe. Nein, würde ich auch nicht machen. Okay. Okay. Aber summa summarum kann man sagen, wenn man dann zur Bar geht, sagt man, entschuldigen Sie, ich hätte gern einen Spritzer, wenn es fertig sind. Oder wie kann man sich das vorstellen? Barbetrieb ganz normal? Oder? Naja, wir... Bitte tun uns Handwaschen vorher. Ganz normal. Also die haben auch immer weniger an im Laufe des Abends. Also die ziehen sich immer mehr aus, diese Barkeeper und auch Frauen. Wir hatten, weil der Eintritt war 60 Euro und wir hatten insgesamt nur 30 Euro zur Verfügung, weil wir halt wir hatten halt nur 30 Euro dann zur Verfügung, weil du halt logischerweise alles abgibst, auch dein Geld da. Das ist ein Sportfuchs, das ist unpackbar. Nein, wirklich, wer geht mit 30 Euro in Berlin vor, der niemanden anderen ausrauben oder töten will, oder? Ja. Ich meine, ganz wirklich. Ja, 30 Euro, Philipp. Dein Chef ist da. Sag ihm, du verdienst mehr. Das ist Ich habe mir gedacht, ich kann ja mich verkaufen dort vor Ort. Weißt du, was ich meine? Ich kann mich dann halt irgendwie... Ja, aber 30 Euro, das ist zu wenig für einen Matura-Ball, Harry. Ja, es ist der Philipp. Ich meine, so? Drei Kriegeln, die Geschichte ist... Nein. Ja, der Philipp ist doch so einer, der sich diese Scooter zum Ausborgen, borgt er sich meistens zu zweit aus mit einem Freund, weil sie Geld sparen wollen. Ja, wobei dann zahlst du meistens drauf, wenn die Polizei dich auffällt. Also das ist in dem Fall dann sogar nicht ideal. Aber 30 Euro, da kommst du weit im KitKat-Club. 3,50 Euro ein Spritzer. Das heißt, für jeden sind sie 4 Humpen ausgegangen. Welcher Spritzer? Also, Pauli, was du dort sitzen hast, mal zwei. Nein, es waren sogar pure Spritzer. Sehr gut. Ich gehe nicht drauf ein. Wunderbar. Kenne ich mich aus. Dickflüssige, weiß halt. Es waren so Humpen Wein. Ja, Viertel. Ein Viertel. Das hast du jetzt gesagt. Ja, auf jeden Fall, das war halt eine Erfahrung, die man mal im Leben gemacht hat. Ist nichts für mich. Gott sei Dank auch nicht für die Bianca. Also ich habe mit dir geredet, aber die Bianca hat das letzte Mal aus. Perfekt. Nein, also ich glaube, das ist nichts für uns. Okay. Ja. Okay, aber danke für diese Schilderung. Danke, Philipp. Was hattet ihr an? Nach Wien. Ja. Na, warte. Letzte Frage. Was habt ihr angehabt? Weil muss man da nicht irgendwie dann schon, oder kann man da ganz normal reingehen? Ja, jetzt ist die Verbindung ganz schlecht, Gabi. Ah, okay. Ganz schlecht. Wollt ihr Naukert? Wirklich? Echt jetzt? Ja. Na, geh auf, wirklich. Das würdest du nie machen. Nein, das glaube ich auch nicht. So, das machst du nicht. Ich glaube, wenn er mit seinen schieren New Balance und Naukert, dann geht er da. Grüß euch, sehr was. Ein weißer Spritzer und lasst es mir alle in Ruhe. Gabi und Pauli, pass auf, folgendes. Ich hatte original diese Badehose an. Sneaker an, weiße Sneaker. Nein, diese weiße Sneaker. Und der Türsteher, so ein eher robuster Kerl, ja, das war da gleich einmal der Start, sagt zu mir: Bursche, weiße Sneaker, heute ist Hardcore-Fetisch. Abflug. Komm, Abflug. Okay, das war gleich mal der Start. Dann sind wir ums Eck gegangen. Ist jetzt wirklich kein Scherz. Das ist natürlich alles so surreal, klingt das gerade. Ey, Ding aus. Sind wir ums Eck gegangen. Das war auch ein Plan, Pauli. Aber wir haben uns dann für Folgendes entschieden. Wir sind in die Ecke gegangen, in so einen Fetischclub und haben gefragt, ob die halt Schuhe verkaufen, so Leder-Lackschuhe. Sie haben gesagt, nein. Nein, haben sie nicht bitte. Pass auf. Wirklich. Und dann, mein Pauli fährt der Wein, sehr gut, es wird immer besser. Und wir haben dann diese weißen Schuhe, haben ihnen gesagt, was das Problem ist, und gesagt, wir kommen halt nicht rein in den Club, weil halt, wie gesagt, es ist halt irgendwie Fetisch und das sind schwarze Sneaker. Und dann sagt sie, zieh halt die Socken drüber. Und ich so, was mache ich jetzt, wie soll ich jetzt die Socken, was meinst du jetzt, hier, zieh den Schuh raus, du hast die schwarze Socken an. Und dann zieh die Socken über den Sneaker drüber. Dann hast du schwarze... Also quasi, kann man sagen, Fetischschuhe. Eine California Roll
Als Beinkleid, kann man sagen. Ja, okay. Also ich hatte nie ein Verhüteli an, aber meine Schuhe schon, so ungefähr. Zeige ich das jetzt. Und das habt ihr gemacht? Oder du halt in dem Fall? Ja, das haben wir tatsächlich. Und dann hat der Tischler gesagt, Hara, bist du deppert, du hast einfach die Socken über die Schuhe gezeigt. Ja. Wir sind zu einem anderen Gang, in deppert sind wir ja nicht. Aber es hat dann funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Echt? Ja. Stimmt. Mit meinem Outfit drunter natürlich. Ja. Hast Happy Socks angehabt? So mit die Enten oder so? Ja, die Enten schon. Jetzt, wo du sagst, geil. Das sind die bequemsten. Ich habe von meinem Bruder so, kriege immer zu Weihnachten Happy Socks geschenkt und ich freue mich immer drüber, weil das sind die bequemsten. Happy Socks sind super, aber an dem Abend hatte ich einfach nur schwarze Socken. Sind die leibend, aber bei der Hardcore-Fetisch-Leit sind sie halt fehl am Platz. Aber okay. Ja, das aber stimmt. Ich finde es geil. Ja, das war mein Freitag. Mal was ausprobieren, was Neues, weißt du? Stark, ja. Richtig stark. Ja, vielleicht gehen wir mal zusammen. Boah, die Aussicht ist super hier, ehrlicherweise. Mein Gott, ist so nett. Zurück nach Wien. Ja, Gabi. Zurück nach Wien. Christian Werschütz aus der Ukraine. So, Pauli, dein Habitär-Moment musst du uns noch. Apropos Outfits. Gabriele Hiller, bitte heute. Ja. In einem Hybrid aus Pink und Orange, also quasi die textile Koalition aus Gerald Gross und Ineos. Nein, aber wir sind im Pride-Monat. Wir sind im Pride-Monat. Ich habe mir gedacht, wieso nicht? Und da ein bisschen ist ja alles bunt. Absolut. Sei bunt, sei laut, sei und ich finde, du hast dich auch abgestimmt mit dieser wunderschönen, Entschuldigung, mit dieser wunderschönen Dame in der ersten Reihe, quasi direkt vorm Baul. Das ist so welche nicht? Oder welche nicht? Nur? Bitte. Ja, also die Dame links vor der Dame mit dem Leopardenmuster, die meine ich. Die hat ja auch sowas Pink-Violettes an, oder? Kommt mir das lustig vor? Ja, richtig. Ja, genau. Eine schöne Strickjacke, ja. Sehr nett. Ja. Gefällt mir. Das ist ja wirklich, also, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Nein, das ist wirklich, also, meine Oma hat solche Deckel immer am Tisch liegen gehabt. Aber das ist total, nein, das ist ja, meine Oma hat früher am Tisch liegen gehabt, was hätte ich nicht. Aber egal, aber, es ist wirklich total, nein, total, es schaut wirklich cool aus. Und Doc Martens mit perfekt, gleich einmal Publikum beleidigt. Das war also dein Havidäre-Moment in Berlin. Paul, was war deiner? Willst du noch mehr? Was also soll denn jetzt noch? War gute Geschichte. Ja, eine schmale Tafel irgendwie. Aber Philipp, darf ich wissen, von wo du uns siehst? Ja. Von wo siehst du uns? Also schau grad. Schau nach oben. Jetzt hebe die rechte Hand. Nein, schau einfach nur gerade nach oben, ehrlicherweise. Nein, ein bisschen weiter runter, Doppelkinn, weniger. Ja, genau. So, ja, so ist perfekt. Ja, jetzt. Also du Kamera. Bist im Busen von der Dame vor mir, oder was? Es ist Nein, das ist endlich einmal, wo man nicht dafür belästigt. Von der Decke. Na, wo wirklich? Das mitten ich im Raum. Das Schwarze da oben. Bei der Decke. Der ist einfach auf der Rolltreppe, der Haberer. Das ist eine Lüge. Okay, ich komme jetzt rein. Das wäre stark. Ich hab nichts die Woche. Ich hab nichts. Keinen Havidäre-Moment? Nein, passiert? Ich war wirklich, es war relativ viel. Heute ist mein letztes Event vor meinem wohlverdienten Urlaub. Deswegen. Chin-Chin, sag ich nur. Ich war gestern bei der Pediküre. Na, echt? Ja. Und hattet ihr Komplimente? Wir haben in der letzten Folge reden wir über Zehen und ob jeder Zeh einen Namen hat und okay, wie ist das? Richtig, Die Abstände. Hast du Komplimente für deine Füße bekommen? Ganz ehrlich, mein Vietnamesisch ist etwas eingerostet, muss ich gestehen. Aber ich bin normalerweise 1,97 und nach der Hornhautentfernung war ich glaube ich 1,80. Also von dem nein, das stimmt nicht. Aber es war wirklich super angenehm. Wirklich schön. Und ich muss sagen, man geht wie auf Wolken. Das ist wirklich sehr. Und ich habe mir gedacht, so jetzt, was denn für meinen Urlaub, habe ich mir gedacht, vorher noch, zack. Für die Flipflops, ja. Shellack, taugt man. Ah. Nein, nichts. Aber dass du überhaupt weißt, was es ist. Ja. Shellack. Oder hast du einen Eingewachsenen gehabt? Oder einen Eindrücken oder irgendwas? Nee. Ich bin wirklich penibel bei meinen Yeti-Füßen, da passe ich schon gut auf. Aber ja, genau, dir ist das ja so wichtig. Ich sag, ja, genau. Also bei mir hätte ich hätte einen Schlafsack gebraucht, kann ich zwar sagen, ne? Also wenn ich in KitKat Club eine Wolf finde, ist es aber genau, na, aber das war zum Beispiel sehr angenehm, muss ich sagen, war wirklich angenehm. Schön, hast du gedacht, Havidäre ist es angenehm? Habe ich gedacht, Paddy, schön. Gut, ja. Penny, passt gut. Gabriele. Dann darf ich dir aber noch einen Entschuldigung, diese eine Sekunde Delay, ich versuche sie so gut wie möglich zu überbrücken und dann, Gabi, müssen wir über dich reden, weil du bist natürlich immer das Highlight jeder Folge. Aber Pauli, ich kann dir noch ganz kurz einen Havidäre-Moment geben, den du selber
nie und nimmer sagen würdest, das weiß ich. Aber ich darf dir ganz liebe Grüße ausrichten von meinem lieben Cousin Thomas Hanser, der mit seiner Rollstuhlgruppe in Graz bei der am Jakominiplatz Stadthalle war für einen Steinwurf entfernt. Ein Steinwurf entfernt, ja. Ganz liebe Grüße retour an deinen Cousin. Beim Jaus-Konzert, ja, du kannst dich super erinnern. Er ist mit seiner Combo aufgefahren. Euch Zeit genommen. Ja, sicher. Ja, voll geile Truppe. Aber voll coole Partie. Ich habe Fotos gekriegt ohne Ende und die Riding cool. Devils, war eine coole Partie. War in der Halbzeitpause, ja. Sind sie eingefahren, richtig cool, so in Formation, richtig. War geil, wirklich total lieb. Ja. Die Jungs und Mädels, ganz liebe Grüße. Ja, aber sowas erwähnt man nicht. Da spüle ich lieber den Proletoiden aufsteppen. Und na geh. Okay. Aber geh auf, das kann man ruhig sagen, ehrlicherweise, weil er hat mich zu bombardiert mit Videos und Fotos. Und da bin ich wieder drauf gekommen, also ich habe auch ihm versprochen, dass wir uns das nächste Mal sehen, was heute der Fall ist, dass ich dir das ausrichte und bitte auch dem Otto. Aber ich bin auch wieder drauf gekommen, dass Konzertvideos ja doch... Na, können gar nichts. Oder Handykonzertvideos. Das ist nur schlecht. Was macht man damit? Leider, ja. Aber man haltet dann ja trotzdem immer drauf. Man denkt sich, oh Gott, das muss ich jetzt festhalten, aber ich denke mir das auch jedes Mal. Das ist total süß. Und das Problem ist, wenn du anfängst zum Beispiel, dass du einfach wirklich in diese Wand aus Handys schaust und ich mache sowieso, kennst mich, ich bin sehr Insta-faul und das, also was heißt faul, ich hab's nicht, du aber diese ganze nicht, Social Media Scheiße, ja. Ja, ist sehr, sehr guter Euphemismus für faul. aber ich bin halt viel lieber in der Situation, als dass ich es dann irgendwie für wen anders festhalte. Was voll cool war, wie der John Frusciante wieder zurückgekommen ist zu den Chili Peppers, hat er sich geweigert, wenn ein Handy heraus ist, das Solo von Californication zu spielen. Das war ganz spannend, hat es nicht sehr oft gespielt, muss man dazu sagen, aber trotzdem ist es eine liebe Idee. Yeah. Foo Fighters hat das auch einmal gemacht, glaube ich. Der hat auch einmal gesagt, der schaut Foo Fighters hat das einmal gemacht, ja, ja, voll. Ja. Der Foo Fighters, ja genau, der. Okay, Gabriele, viel wichtiger. Wissen, was in deinem Leben passiert. Ja. Gabriele, das ist natürlich nicht so spannend wie deine KitKat-Geschichte in Berlin. Aber ja. Ich wollte mit euch gern sprechen über unangenehme Gespräche im Zug, die man unweigerlich hört. Kennt jeder. Wirklich, ich bin die Woche, ich glaube es war am Dienstag, sitze ich so um 9:30 im Zug Richtung Graz, Jakominiplatz. Was ist denn Graz, man, wieso möchtest du? Nein, ich fahre immer mit dem Zug nach Graz, also ich steige davor aus. Nein, der fährt Richtung Graz, Railjet Richtung Graz, so, und ich steige aber in Wiener Neustadt aus. Okay, ja. Okay. Genau. Mm. Und sitzt hinter mir ein Typ und er hat so laut telefoniert und ja, Leben und Leben lassen. Aber es war so grauslich, weil, also ich glaube, er hat schon ein bisschen was Intus gehabt, komme ich dann später dazu. Ich bin nicht in Wiener Neustadt ausgestiegen, ich bin direkt da. Direkt leider gefahren, gell? Nein, kann ich nicht rauchen, stimmt. Zuerst hat er mit seiner Tochter telefoniert. Da war er grauslich? Na, warte. Warte. Da ging es um meine Schularbeit und die hat sie verhaut und es wird schon wieder wehren und bla bla bla. Und er hat sie gemeint, ja, das machen wir schon und so. Gut. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Dann telefoniert er mit seiner Frau. Da ging es um den Geschirrspüler. Da kommt der Techniker irgendwann. Das ist ein gemeines Synonym, Gabriele. Das macht man nicht. Egal, weiter. Sorry. Ja. Wurscht. Also, wann der kommt und so weiter und so fort. Dann legt er auf. Und dann hat er mit seiner Freundin telefoniert. Wirklich. Und ich habe mir gedacht, das ist so grin, wirklich. Und dann sagt er zu ihr, das geht. Auch wie er geredet hat. Das war dann so, das haben wir gedacht, soll ich mir jetzt umsetzen? Aber na, ich wollte natürlich wissen, was er sagt. Und zuerst haben sie drüber geredet. Also er steht offenbar sehr drauf, wenn sie halt so ganz schön gezupfte Augenbrauen hat. Da haben sie mal ewig lang drüber geredet. Und dann hat er zu ihr gesagt, und, Schatzi, hast du das Laken schon gewaschen, indem wir uns gewutzelt haben? Und da habe ich mir dann gedacht, ist es notwendig, dass man das im Zug erzählt? Nein, ist eh Antithese, er hat niemanden, ist ganz allein frustriert und hofft, dass irgendwer denkt, was ist das für ein wilder Motherfucker? Und ich glaube, das ist bei fast allen so.
Aber ja, glaubst du wirklich, dass ich so ab so viel Zug nach Graz eine Freundin, ein Kind und dann... Ah, komm. Ja, aber wer macht sowas, dass er das einfach so petendet? Vor allem wie gewurzelt passt nicht, da wäre irgendwas Derberes irgendwie ja, adäquat. Nein, aber er war dann auch, weißt du, man will ja dann auch wissen, wie schaut diese Person eigentlich aus, weil ich bin in die Richtung gesessen und er ist quasi so hinter mir auch in die Richtung und da gibt es ja diese kleine Luke zwischen den... Ich habe so getan, als würde ich was suchen in meinem Rucksack. Gibt es ein ÖBB Glory Hole? Nein. Das kommt mir gerade, ja, es ist ins Kindkeit. Noch schlimmer. Ja. Ich habe das so gut so getan, als würde ich in meinem Rucksack was suchen und habe halt geschaut, wie er ausschaut. Er hat zu den Gesprächen und? Gepasst. Ne, sag, gib uns was. Jetzt red, ja genau, jetzt möchte ich wissen. Ja, jetzt beschreibe. Ich bin für Body Positivity, aber er war klein. Aber. Er war ohne Delay wäre es am Punkt gewesen. Ich sag's euch. Er war relativ korpulent, ist mir auch wurscht, er hat eine Glatze gehabt, aber er hat einfach so er hat auch so grauslich geredet. Dann hat er die Brille da so auf seiner Glatze oben gehabt, dann hat er ihr noch erzählt, dass er 17 Pfiff schon getrunken hat. Ich glaube nach wie vor, dass er einfach niemanden hat. Der junge Mann in der 13. Reihe. Da glaubst du wirklich, aber weißt du, wo er ausgestiegen ist? In Wiener Neustadt. Ja, anders kannst du es ja nicht wissen, weil sonst, wenn er weitergefahren wäre, könntest du es nicht wissen. Also, ja. Okay. Ja. Aber nur noch einmal, generell so laut telefonieren im Zug, ist es notwendig? Warum? Wozu? Naja, jetzt hat er es im Podcast geschafft. Ne? Ja. So. Ich meine ja nicht nur ihn, so generell. Also ich mache das nicht. Ja, nicht, weil ich nie Zug fahre. Aber nur kurz, Gabi, dich stört mehr, dass er laut telefoniert hat an... Statt der Tatsache, dass er offensichtlich zuerst mit seiner Frau und wo er mit der ein Kind hat, ja, finde ich auch hat, und dann mit seiner Freundin. Ja, ja das alles. Finde ich fast es sogar ist gesamt urschlimmere Tatsache, als dass er laut telefoniert im Zug eigentlich, oder? Vom Bauchgefühl her. Aber ich verstehe das nicht, warum tut man das? Aber das ist doch wurscht. Na ja, wurscht ist mir nicht, aber. Sei ehrlich, es war voll entertaining. Naja. Ja, schon. Ja, okay. Wenn du in deinem Rucksack was suchst, damit du weißt, wie er ausschaut, was eigentlich völlig egal ist, wie er ausschaut. Und, naja. Na aber ich verstehe dich, dass das nachher interessiert. Das ja, ist oder dass ihm das nicht unangenehm ist. Ich meine, er muss ja wissen, dass die Leute. Stell dir vor, da sitzt ein extrem geschniegelter Roman Raffreiter auf einmal da und ist. Das ist schon. Ja, aber. Ja. Mhm. Ja. Aber da ist mir auch eine Beobachtung aufgefallen, wenn ich das ganz kurz einmal festhalten darf. Und zwar hier in. Lissabon oder in Cascais, wo wir genau sind, entwickle ich mich zum erste Reihe-Dad. Okay. Am Flughafen? Und zwar zu einem Typ, nein, nicht am Flughafen, und zwar, wir haben ja auch ein Leihauto, weil sonst kommst du hier, die Entfernungen sind recht weit und du kommst da nicht herum und du, oder ich versuche überall bei jeder Seite den bestmöglichen Parkplatz zu kriegen, kennst du das? Ich versuche so ganz nah ranzufahren, so wirklich den bestmöglichen, nicht irgendwie so ein Gefühl Park and Ride oder sonst irgendwas ein bisschen außerhalb, sondern man will wirklich quasi direkt dort stehen, wo man dann aussteigt. Man will den bestmöglichen Parkplatz kriegen, ehrlicherweise. Und das ist das, wo ich mir denke, ach, auch ein bisschen asozial, aber das will ich jetzt schaffen. Das ist mir jetzt fast wichtiger als nachher das Sightseeing. Bitte sag nicht, dass du dich in Portugal auf die Behindertenparkplätze stellst. Ja, die Bianca muss ab und zu ein bisschen hinten, wenn sie aussteigt, aber sonst passt das super. Nein, das natürlich nicht. Nein, das ist ja komplett, das ist asozial. Aber versuch so nah wie möglich ranzufahren. Wisst ihr, kennst du das? Nein, das Gott sei Dank nicht. Offensichtlich. Und ich finde keinen Anklang. Okay. Aber es klingt nach einem extrem zweite spannenden Beobachtung. Urlaub. Zweite Beobachtung. Die Bianca, die ist, ich weiß nicht, ob die Tür zu ist, Gabriele, ähnlich wie ja. Du. Aha. Sie fladert alles, was man teils gratis What? Im Hotelzimmer kriegen kann. Sie kommt gerade mit so drei Mini-Marmeladen vom Frühstückstisch wieder rauf und sagt, ich gehe nachher nur eine Runde. Ich drehe ab und zu um und schaue, ob der Polster und das Bett noch da ist. Aber ich stehle ja nur Einrichtungsgegenstände, nichts zu essen. Also von dem her. Du. Ja, okay, aber ich mache mir schon Sorgen, weil sie heute aufgewacht ist und gesagt hat, der Polster ist so angenehm. Seitdem muss ich mal schauen, habe ich schon so ein Piepserl am Polster. Du, ist das eine drogende Wand eigentlich, oder? Aber bitte richte Bianca aus, sie macht alles richtig, weil ich bin einmal ausgeraubt worden in Lissabon. Hui, in Liverpool. Ich bin immer, ja, voll. Genau, also da noch keinen Ohrenschluck. Sehr gut. Deswegen, richtig. Zu übrigens, wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden, gell?
wir wollen ja den Zeitplan hier nicht überstrapazieren. Mhm. Außerdem, jetzt reicht es dann auch schon, oder? Jetzt wollt ihr ja auch die Nächsten sehen. Ich meine, ihr seid ja nicht alle wegen uns da. Ach so, aber ich bin am nächsten Tag nochmal ins KitKat gegangen, ehrlicherweise. Aber gut, das wird keiner hören. Was hat er gesagt? Ich jetzt wurscht, egal. Gut, passt. Hätten wir doch zur Penisblume schalten sollen, ich hab's gesagt. Aber gut, 10 Sekunden noch. Philipp und Bianca zusammen sind die Penisblume, wollen wir eh sagen. Das passt. Oh, das ist aber irgendwie süß. Das ist schön. Philipp. Ich frage jetzt nur, wer ist die Blume und wer ist der Penis, aber ist wurscht. Chin, chin. Und eine schöne. Schau. Hat er eher Fanta, der alte Rabauke. Jedenfalls. Jetzt ist vom KitKat ruhig geblieben. In diesem Sinne. Und liebe Grüße an euch alle da draußen. Schönes und viel Spaß noch beim Podcast-Festival. Sorry, dass wir uns so lange aushalten müssen. Ja, ja, viel Spaß noch. Punktlandung, Punktlandung. Ja. Ja. Danke. Jetzt haben wir die Fragen nicht beantwortet. Wir hätten eigentlich so viele. Ich habe. Hast du eine geschickt? Oh Gott. Ja, na, okay, machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge beantworten wir die Fragen, die auf Bühnen nicht gestellt werden sollten. Gerne. Gut. Auf jeden Fall. Und ja, das war schön. Ich habe jetzt aufs Dixi-Klo wie beim echten Festival. viel Spaß noch mit allen anderen tollen Podcasterinnen und Podcastern. Bussi, Bussi. Tschüss.